Ja, hallo Freunde, zurück auf meinem Kanal. Ich bin's wieder. Ich wollte euch heute einen kleinen Hafen von mir vorstellen. Und den habe ich mal vor langer Zeit geschenkt gekriegt. Jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen, den aufzubauen. Hier in dem Schiff ist normalerweise Getreide drin, aber das habe ich irgendwie gerade nicht drin. Normalerweise ist halt das hier das Getreide, dieser kleine Nupsi hier. Ja, kommen wir zu dem Schiff. Hier unter den Dingern ist halt normalerweise das Getreide. Hier ist der Schiffsführer, der Captain. Kann man auch von hier sehen. Ahoi! Und ja, hier ist halt das Hafenbecken, aber die Platte gehört normalerweise nicht dazu. Die habe ich einfach nur drunter gelegt zum Vorstellen. Hier die schöne Kaimauer. Dann haben wir hier den Kran. Und der kann mit seiner Schaufel. Ich finde die Schaufel persönlich sehr cool. Kann er das Getreide von dem Schiff runterholen. Das nehmen wir mal, steht hier. Macht das Schiff das Ding auf. Und dann holt er das halt hier raus. Um die Schaufel von dem Kran runterzulassen, ist hier hinten an dem Kran so ein kleines Zahnrad dran. Das bewegt das Seil. Hier ist wiederum ein kleiner Kranführer drin. Dann, wenn er, sagen wir mal, der in der Schaufel ist jetzt das ganze Getreide von dem Schiff, wird das einmal hier hinten hingetan. Dann macht er die Schaufel auf und es fällt alles hier hin. Dann kann man hier an der Seite, also einmal kann man das Förderband drehen. Da kann man hier an der Seite drehen und dann fällt es alles hier links und dann fällt es hier runter auf den Lastwagen und der bringt es dann weg zur Fabrik. Also ich finde das ganze schöne Design von Lego, auch mit den kleinen Mülleimern hier oder der Tür, wo leider nichts hinter ist. Und halt hier noch der schönen Schaufel und dem Hammer. Ich weiß gar nicht, warum da ein Hammer drin ist. Ich glaube, normalerweise war da ein Besen drin. Ja, ich finde es sehr schön gemacht. Ich würde mich freuen über ein Like über das Video. Ja, und dann bis bald. Ciao.